Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Florian Silbereisen und Beatrice Egli, seine Freundin will ihre Gefühle nicht länger verstecken. Überraschende Gefühlsbeichte von Beatrice Egli. Was Florian Silbereisens Freundin jetzt offenbart, erfahrt ihr im Video. Klicke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Bitte werfen Sie einen Blick auf den heutigen Inhalt. Beim gemeinsamen Auftritt in der TV-Show Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag endlich wieder live. Zum 40. Geburtstag von Florian Silbereisen wurde mehr als deutlich, wie viel Beatrice Egli für den 7 Jahre älteren Moderator empfindet. Zwar betont die Sängerin offiziell, sie und Flore seien nur gute Freunde und machte sich in der Sendung sogar gemeinsam mit ihm über das Gerücht lustig, sie würde ein Kind von ihm erwarten. Aber war ihr Lachen wirklich echt? Beatrice kann ihre Gefühle nicht länger verbergen. Immerhin hat Beatrice selbst schon oft gesagt, dass sie sich sehnlichst ein Baby wünscht und sie macht auch kein Geheimnis daraus, wie sehr sie Florian mag. Doch während die Schlagersängerin in der Öffentlichkeit immer wieder seine Nähe sucht, gibt der Moderator sich eher zurückhaltend. Ein Verhalten, das Beatrice offenbar zunehmend verletzt, so sehr, dass sie nicht mehr in der Lage ist, den Schein des ewig fröhlichen, ewig unbekümmerten Musikstars zu wahren. Im Internet auf Instagram offenbarte sie laut Das Neue Blatt kurz nach dem gemeinsamen Auftritt mit Flore gegenüber den Fans ihre wahren Gefühle: Ich liebe es, euch täglich mit in meine Welt zu nehmen. Und euch auch manchmal raus aus dem Alltag, rein in eine heile Welt zu entführen. Aber manchmal fehlen mir einfach die Worte, so Beatrice. Und weiter, es gibt Tage wie heute, da übermannen mich die Bilder aus der Welt, und ich weiß einfach nicht, wie man damit umgehen soll. Mir stockt der Atem, und ich habe Tränen in den Augen, während ich diese Zeilen schreibe. Aber auch daran möchte ich euch heute gern teilhaben lassen und hoffe, ihr versteht, dass auch ich manchmal am liebsten die Welt für einen kleinen Moment anhalten und besser machen würde. Will Beatrice die Leere füllen? Was für ein ungewohnt emotionaler Ausbruch, der viel darüber verrät, wie sensibel, verletzlich und ängstlich die Frau hinter der glitzernden Schlagerstar-Fassade in Wirklichkeit ist. Und wie sehr sie sich nach einem Menschen wie Florian sehnt, der ihr Halt und Geborgenheit in diesen herausfordernden Zeiten schenkt. Auch die Tatsache, dass sie nur wenige Stunden nach dieser Seelenbeichte unter Einsatz all ihrer Kräfte das Matterhorn bestiegen hat, passt ins Bild. Eine solche Herausforderung suchen nämlich vor allem Menschen, die in ihrem Leben eine große Leere verspüren. Eine Leere, die in Beatrices Fall wohl nur Flore, der Mann ihres Herzens, füllen kann. Darüber täuscht auch ihr Lachen für die Fotografen auf dem Gipfel des Berges nicht hinweg. Denn nun wissen wir, dass sich hinter ihrem hübschen Lächeln mehr Tränen verbergen, als wir bisher ahnten. Hinterlassen Sie unten einen Bewertungskommentar, damit wir die neuesten Nachrichten mit Ihnen teilen können.